Der Wohnungsbrand in der Agonnenstraße in Rosenheim. Drei Familien stehen vor dem Nichts. Im Moment schaut es so aus, dass alle am Existenzminimum sind. Wir haben nichts mehr. Keiner von uns hat leider eine Versicherung. Das Feuer war so schnell gebrannt, haben die Nachbarn erzählt. Wir waren nicht da. Ich war in der Arbeit. Meine Frau war mit den Kindern beim Arzt. Es ist so schnell losgegangen, so hoch die Flammen geschlagen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Der Rauch war bis in 50, 60, 70 Meter, war so beißend im Hals und im Mund zu spüren. Das war mehr als extrem. Das Schlimme ist, jetzt wissen wir nicht wohin. Wir sind im Moment bei meiner Mutter. Die Brandursache und auch der Verursacher konnten noch nicht festgestellt werden. Somit können die Familien im Moment mit keinerlei finanziellem Ausgleich rechnen. Wie gesagt, wenn man es nicht gesehen hat, kann man es sich nicht vorstellen. Erst dann sieht man, was alles im Haus war, was man alles dann wieder neu braucht. Dass nichts mehr zu verwenden ist, dass man alles neu braucht. Schuhe für die Kinder, Kleidung für die Kinder, die Schulsachen teilweise müssen wir auch neu besorgen. Ja, die Liste könnten wir jetzt fortführen, aber im Moment, wir sind alle entsprechend schockiert und fertig mit den Nerven. Von A wie Anziehsachen bis Z wie Zahnbürste müssen die Familien alles neu beschaffen. Die Prioritäten sind klar. Ja, Küche erstmal. Kinderzimmer. Betten, Küche für die Kinder, solche Sachen halt eben. Ja, das ist das Wichtigste, dass die Kinder, wir schlafen am Boden, auf den Matratzen. Das sind die Sachen, aber Küche erstmal, das würde ich sagen, steht jetzt im Vordergrund. Besonders schmerzlich gestaltet sich der Verlust von persönlichen Dingen, die leider durch kein Geld der Welt mehr zu ersetzen sind. Fotoalbume bei uns sind gebrannt. Die Fotoalbume, das ist aller kleinste, aber die sind auch, die braucht auch bei dir. Die manche Fotos, wir haben von der Familie verloren. Wir haben dem, ja. Die Bastelarbeiten von den Kindern, ja, das alles. Das ist schade, das tut weh. Das tut wirklich weh. Kinderhandarbeit, erste Schule anfangen und Handarbeit. Das ist echt, mir tut weh. Wenn Sie den betroffenen Familien helfen wollen, melden Sie sich bitte unter spendenaktion.brand@gmail.com. Die Familien freuen sich über jegliche Art von Hilfe.